Ja, das Platzangebot ist wirklich reichlich. Das ist eine der größten Bikepacking-Lenkertaschen und dadurch hält sie eben wesentlich sicherer am Fahrrad, wenn es mal auf die Trails geht, wenn es mal wirklich ruppig wird. Revelate Designs Mountain Feedback Bikepacking Lenkertasche. Wie ist die Verarbeitung der Tasche und wie bringst du sie am Fahrradlenker an? Hält sie dort stabil? Ist der Zugriff während der Fahrt einfach? Meine Erfahrung mit der Tasche und mein finales Fazit. Als erstes mal hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Also, was ist die Revelate Designs Mountain Feedback? Das ist eine Bikepacking-Lenkertasche oder im Bikepacking-Jargon nennt man das Ganze eben Feedback. Die Tasche ist besonders groß und hat Platz für Wasserflaschen, Müsli-Riegel, GoPros und noch vieles mehr. Du kannst sie ganz einfach mit einer Hand verschließen und wenn du sie mal am Fahrrad angebracht hast, dann hält sie bombensicher, auch wenn du wirklich über heftige Trails hinwegfegst. In dem Video geht es wie gesagt um meine Erfahrung mit der Tasche und ich erkläre dir wirklich alles, was du über die Tasche wissen musst. Das heißt Materialverarbeitung, wie bringst du sie am Fahrrad an, was passt alles ganz genau rein. Ich habe die Tasche jetzt ungefähr ein halbes Jahr im Einsatz und sie ist eigentlich permanent an meinem Fahrrad dran. Ich hatte sie im letzten Sommer jetzt mehrere tausend Kilometer auf verschiedensten Touren am Rad und vor kurzem war ich dann auf einer vierwöchigen Fahrradreise durch Laos und durch Thailand. Und da hatte ich die Tasche auch am Fahrrad dran. Da war meistens meine GoPro drin und noch einige Snacks. Die Vlogs zu dieser Laos- und Thailand-Reise, die kommen übrigens noch. Und wenn dich solche Themen interessieren, Querfeldein, Fahrräder, also Gravelbikes, Bikepacking und Fahrradreisen in Deutschland und auf der ganzen Welt, dann abonnier doch jetzt den Channel. Vielen Dank dafür. Also, meine Tasche ist rot und ich würde sagen, wir passen einfach die Atmosphäre des Videos jetzt mal an. Okay, Google, mach das Licht rot. Okay, die Lichtfarbe von 5 Lampen wird auf rot geändert. Gefällt mir jetzt schon viel besser, außer dass da hinten jetzt so ein hässlicher Schatten ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal. Die Tasche gibt es in verschiedensten Farben. Rot, Schwarz, Camouflage und Blau. Ich habe dir die Tasche einfach mal unten verlinkt. Und weil die Tasche relativ teuer ist, zeige ich dir am Schluss vom Video auch noch eine Alternative von Decathlon. Die kostet wirklich nur ein Zehntel ungefähr von der Mountain Feedback. Wie gesagt, Vergleich kommt am Schluss. Jetzt legen wir mal wirklich los mit dem Testbericht von der Mountain Feedback. Lass uns beginnen mit der Befestigung von dieser Tasche. Die Tasche wird über 3 Punkte am Fahrrad befestigt und dadurch hält sie sehr, sehr sicher am Fahrrad. Zum ersten gibt es da einmal ein sehr breites Klettband und das befestigst du einfach am Fahrradlenker. Der zweite Befestigungspunkt ist dann auch wieder über einen Klettverschluss am Vorbau. Dann hält die Tasche schon mal an 2 Punkten und viele von diesen Bikepacking-Lenkertaschen, die halten einfach mal mit 2 Punkten und meistens funktioniert das auch sehr gut. Bei der Revelate Designs Tasche ist es so, dass die hat eine 3-Punkt-Befestigung und dadurch hält sie eben wesentlich sicherer am Fahrrad, wenn es mal auf die Trails geht, wenn es mal wirklich ruppig wird. Also der dritte Punkt ist dann entweder an der Gabel, zum Beispiel bei einem Mountainbike oder bei einem Gravelbike oder einem Tourenrad. Da befestigst du die Tasche dann am Steuerrohr. Den Testbericht von der Revelate Designs Mountain Feedback, den gibt es übrigens auch als Schriftform auf meinem Blog. Also wenn dich der interessiert, schau einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich dir den Blogbeitrag verlinkt. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Platzangebot von dieser Tasche. Ja, das Platzangebot ist wirklich reichlich. Das ist eine der größten Bikepacking-Lenkertaschen und das war für mich persönlich auch ein Grund, warum ich mir die gekauft habe. Also, was passt alles rein? Zum einen kann man ganz klar sagen, dass die Tasche ursprünglich für Snacks gedacht ist. Also ich packe jetzt hier einfach mal eine Nusspackung rein. Was ich sehr oft da drin habe, das ist meine GoPro. Du siehst hier, dass ich die nur mit so einem kleinen Clip reinpacke. Oft habe ich noch ein kleines Stativ dran. Also selbst mit einem Stativ dran, mit einem kleinen, verschwindet die komplette GoPro samt Stativ in dieser Tasche. Was passt noch rein? Ich habe es mal probiert mit einer Systemkamera. Mit der Kamera, mit der ich jetzt hier dieses Video aufnehme, die geht mit einem kleinen sogenannten Pancake-Objektiv auch da rein. Ist allerdings relativ knapp, finde ich nicht optimal. Wofür die Tasche ursprünglich gedacht ist, das sind Wasserflaschen, eine 950 Milliliter
Wasserflasche, die geht da ganz hervorragend rein. Und du siehst mich hier jetzt auch, wie ich die Trails runterheize mit so einer Tasche. Funktioniert, wie gesagt, ganz hervorragend. Da besteht gar keine Gefahr, dass die Tasche rausfällt. Die hält wirklich sicher da drin. Revelate Designs, also der Hersteller, wirbt auch damit, dass eine 1 Liter Nalgene Bottle, das ist eine BPA-freie Plastikflasche, ist sehr beliebt in der Outdoor-Szene, in der Yoga-Szene und in der Bikepacking-Szene, dass die auch reinpasst. Ich habe es getestet. Ich liebe meine Nalgene Bottle. Es funktioniert, sie geht rein, du siehst es, es passen sogar noch ein paar Snacks rein. Ich finde es nicht optimal, es ist schon sehr, sehr knapp. Und wenn du diese 1 Liter Flasche da drin hast, dann kann es halt auch beim Links- und Rechtslenken schon zu Einschränkungen kommen. Also von daher würde ich jetzt eher geht, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Die Bikepacking-Tasche hat auch noch links und rechts und vorne sogenannte Netztaschen. Da kannst du dann eben Riegel reintun oder was ich da ganz gern platziere. Das ist einfach mein Müll. Also wenn ich jetzt einen Riegel esse und irgendwie im Wald bin und es gibt keinen Mülleimer, dann will ich den natürlich mitnehmen, den Müll. Das heißt, ich packe den dann hier links oder vorne rein. Für das Schließen und für das Öffnen hat sich Revelate Designs auch was richtig Praktisches einfallen lassen. Und zwar gibt es an dieser Tasche zwei Kordelzüge. Einen von den Kordelzügen, den ziehst du und dann geht die Tasche zu. Und den anderen Kordelzug, den ziehst du eben auch und dann geht sie wieder auf. Und das Ganze funktioniert mit einer Hand. Und das ist ganz praktisch, weil viele von diesen Taschen, da brauchst du zwei Hände eben, um sie zu schließen oder zu öffnen. Wir sind ja am Fahren und wollen dann irgendwie mit einer Hand was essen, einen Snack rausholen, irgendwie eine Quittung verstauen oder was auch immer. Und ja, dafür ist es halt super, super praktisch, wenn das mit einer Hand geht und du nicht anhalten musst, um die zweite Hand halt zu verwenden. Also von daher auch Daumen hoch auf jeden Fall für die Revelate Designs Tasche. Wie sieht die Tasche denn von oben aus? Du siehst es einmal hier im geöffneten Zustand und im geschlossenen Zustand. Und ganz wichtig, die Tasche ist nicht wasserdicht, aber sie ist sehr, sehr wasserresistent. Also wenn es auch wirklich heftig regnet, dann kommt da nicht so schnell Feuchtigkeit rein. Klar, wenn du jetzt hier ein empfindliches Elektrogerät drin hast, dann solltest du dir schon mal Gedanken machen. Aber an sich schließt die Tasche wirklich sehr, sehr gut. Also da würde ich auch sagen, das ist so mit das Beste, die beste Leistung in dieser Klasse der Fahrrad-Bikepacking-Lenkertaschen, die ich gesehen habe. Also da kann ich wirklich beruhigt sein und von daher auch top, wie die Tasche hier den Regen abhält. Kommen wir noch zu einigen Extras von der Tasche. Das ist mittlerweile, glaube ich, die dritte oder die vierte Generation von dieser Tasche. Also der Hersteller Revelate Designs, der ist ja wirklich im Bikepacking verankert und macht schon seit Jahren, seit sehr langer Zeit Bikepacking-Taschen und entwickelt diese Taschen immer weiter. Und das sieht man eben auch an diesen Details. Zum einen, wir sehen es hier nochmal von oben, die Tasche ist innen gelb und das ist einfach, gibt einen sehr, sehr guten Kontrast. Das heißt, wenn du da was Schwarzes reinwirfst, dann geht dieser schwarze Gegenstand nicht einfach unter in der Tasche, sondern du siehst halt sofort auf einen Blick, okay, was ist in dieser Tasche drin? Finde ich ein sehr gutes Detail. Und das nächste coole Detail ist, also das Innenfutter von dieser Tasche ist über einen Druckknopf mit der Tasche selbst verbunden. Im Video sieht man das jetzt besser. Du kannst einfach diese Tasche, die Innentasche, lösen und auf längs drehen und dann eben, gerade wenn mal Wasser reinkommt oder wenn Krümel sich da drin, also wenn du jetzt hier Snacks reinmachst, irgendwie Brötchen, eine Brezel oder was auch immer, Kekse, ja, dann kann es halt auch mal sein, dass da Dreck und Krümel und was auch immer drin sind. Wie gesagt, Tasche auf längs drehen und ausschütten. Und ja, dadurch lässt sie sich sehr, sehr einfach reinigen. Also ich kenne keine andere Tasche und ich habe schon viele von diesen Taschen getestet, bei der das möglich ist, finde ich abschließend nochmal sehr, sehr gut. Lass uns jetzt zum finalen Fazit dieser Tasche kommen und dann kommen auch noch zwei Punkte, die wirklich nicht ganz so gut sind und der Vergleich mit der Decathlon-Tasche kommt auch noch. Der erste Punkt, und es war für mich auch das Wichtigste, ist das große Platzangebot. Also in die Tasche geht wirklich einiges, einiges rein. Eine große Sonnenbrille, eine 950 Milliliter Trinkflasche, eine GoPro, viele Snacks und so weiter und so fort. Und dann hat es auch noch vorne und an der Seite diese Netztasche. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch, wenn du viele Gegenstände in der Tasche unterbringen möchtest.
Die Verarbeitung der Tasche ist wirklich hervorragend und entsprechend lässt sie sich auch sicher über 3 Punkte am Rad anbringen und hält auch auf wirklich ruppigen Trails am Fahrrad. Die Tasche ist universell einsetzbar, das heißt, sie hält sowohl links wie auch rechts am Fahrrad und sie ist geeignet für unterschiedlichste Radtypen, für Gravelbikes, für Mountainbikes, für Tourenräder. Also die Tasche sollte eigentlich an jedes erdenkliche Fahrrad ranpassen. Das Handling ist auch sehr einfach, also mit einer Hand kannst du die Tasche öffnen und schließen. Das ist ganz wichtig, wenn du sie eben während der Fahrt öffnen und schließen möchtest und nicht extra anhalten möchtest. Eine Frage, und die kommt ganz oft, ist, wie sieht es denn mit dem Wiegetritt aus? Also es ist so, wenn du da kleine Gegenstände drin hast in dieser Tasche, dann kommt es zu keinen Einschränkungen. Wenn du jetzt was Mittelgroßes drin hast, zum Beispiel wie eine GoPro, dann könntest du in seltenen Fällen an diese Tasche rankommen. Wenn du wirklich am Eskalieren bist und im wilden Wiegetritt den Berg hochstrampelst, dann kommst du an die Tasche ran. Und vor allem kommst du auf jeden Fall an die Tasche ran, wenn sie bis zum Zerbersten praktisch gefüllt ist. Also wenn da jetzt diese 1 Liter Nalgene-Bottle drin ist, dann kommst du auf jeden Fall an die Tasche. Das Ding ist, dazu muss ich sagen, wenn du die Tasche berührst, dann komprimiert die sich etwas. Dein Knie drückt diese Tasche weg und im Endeffekt finde ich das jetzt nicht unangenehm. Das ist völlig in Ordnung, außer da ist jetzt ein großer Gegenstand drin, wie eine Systemkamera oder eine Nalgene-Bottle, dann stößt du halt gegen diesen Gegenstand. Also deswegen würde ich auch so große Gegenstände in dieser Tasche nicht empfehlen. Außerdem ist es so, wie sieht es mit Lenkeinschränkungen aus? Also auch wenn du, das ist wieder das gleiche Thema, wenn du große Gegenstände in dieser Tasche drin hast, wie eine Nalgene-Bottle oder eine Systemkamera, oder diese Tasche von Revelate Designs auf beiden Seiten hast, links und rechts vom Lenker. Also du kannst auch 2 Taschen am Fahrrad dran haben. Und wenn da große Gegenstände drin sind, dann kommt's oder könnte es auch zu Lenkeinschränkungen kommen. Also ich würde dir empfehlen, etwas Mittelgroßes da reinzupacken, eine 950 Milliliter Flasche, eine GoPro, viele Snacks, eben gerade so Nüsse zum Beispiel, die würden sich ja auch komprimieren lassen und da wird die Tasche auch nicht ganz ausgefüllt, auch wenn du mehrere, auch wenn du jetzt 2x200 Gramm da drin hast, Nüsse zum Beispiel, gar kein Thema. Also wie gesagt, wenn man da sein Köpfchen einschaltet und die Tasche eben nicht bis zum Zerbersten füllt, überhaupt kein Problem. Ich persönlich habe die Tasche ja eigentlich fast immer am Fahrrad dran und ich finde das keine Einschränkung. Das war's jetzt im Großen und Ganzen. Hast du noch Fragen zu dieser Revelate Designs Lenkertasche, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir deine Fragen unten in die Kommentare. Ich beantworte dir die sehr gerne. Und jetzt, wie versprochen, kommt noch die Decathlon Alternative. Beide Taschen sind unten verlinkt und jetzt schauen wir uns beide Taschen im Vergleich im Detail an. Hier sind sie jetzt also, die beiden Taschen. Erstmal die Mountain Feedback von Revelate Designs, über die hast du ja jetzt schon einiges erfahren. Und zum anderen, und so wird die Tasche auch bei Decathlon beschrieben, als Flaschenhalter für den Fahrradlenker. Also ich würde auch sagen, das ist ganz klar eine Bikepacking-Lenkertasche. Wie gesagt, die Revelate Designs Tasche ist eine absolute Premium-Tasche und ich bin echt begeistert von der. Auf der anderen Seite, diese Decathlon-Tasche ist auch echt gut und kostet halt einfach nur 1/10 von dem Preis. Und das ist halt sehr, sehr krass. Also der Unterschied von diesen beiden Taschen ist jetzt folgender. Die Revelate Designs-Tasche ist wesentlich größer. Also hier passt, wie gesagt, eine 950 Milliliter Wasserflasche rein. Hier bekommt ihr wahrscheinlich so eine 650 Milliliter Wasserflasche, also eine kleine Wasserflasche, locker rein. Ich hatte beim Tuscany Trail hatte ich die dran und da hatte ich meine GoPro drin und ja, also ich hatte da schon Probleme, die GoPro rein und raus zu bekommen, also es geht, aber ja, es ist knapp auf jeden Fall. Also die Tasche ist etwas kleiner, 3-Punkt-Befestigung würde ich auch sagen, check, Punkt 1, Punkt 2 und hier macht man noch einen 3. Punkt ran, also da wird auch so ein Klettverschluss mitgeliefert, den habe ich jetzt einfach nur nicht dran. Ich finde, ganz ehrlich, hier, das ist super durchdacht, dieses System. Kann man abklipsen und hier über diesen
Zugverschluss kann man das dann in der Länge anpassen. Und das ist bei dieser B-Twin-Tasche halt nicht möglich. Also du hast halt hier diesen Klettverschluss und ungefähr so lang ist auch dieser Klettverschluss hier an diesem dritten Punkt. Also ich hatte die eigentlich als Zwei-Punkt-Tasche meistens befestigt, weil ich den dritten Punkt nicht ordentlich um meine Gabelkrone bzw. ums Steuerrohr, am Steuerrohr habe ich die Tasche befestigt oder wollte ich sie befestigen, da habe ich die Tasche nicht rumbekommen. An sich kein großes Thema, funktioniert auch mit zwei Punkten gut. Sonst, sage ich mal, gibt es keine großen Extras. Revelate Design Tasche hier, diese Mesh-Taschen, also diese Netztaschen links, vorne und rechts gibt es hier nicht. Muss man mit einer Hand, ist tricky, sage ich jetzt mal, ist etwas schwierig. Also ich habe sie meistens mit einer Hand aufmachen, geht ganz einfach mit dem Kurtelzug. Mit einer Hand zumachen geht so, wie du es hier siehst, also funktioniert etwas schwierig. Wenn sie geschlossen ist, dann ist sie ebenfalls sehr, sehr sauber verschlossen. Kommt also auch kein großer Regen rein. Wasserdicht ist sie natürlich auch nicht. Und innen drin ist sie schwarz. Und das ist ganz genau das Thema. Revelate Designs Tasche ist, ups, man sieht es hier nicht mit dem Licht, aber sie ist eigentlich knallegelb. Ja. Wie gesagt, ist natürlich nicht auf dem gleichen Niveau. Ist gut auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, mit der den Tuscany Trail zu rocken. Und ja, aber kommt natürlich nicht an diese Premium-Tasche hier ran. Sorry für das schlechte Licht, Leute. Ja, wenn euch die Taschen interessieren, ihr wisst ja, Link ist unten drin. Und wenn du Fragen hast, habe ich ja auch schon gesagt, lass es mich gerne wissen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Dir hat dieses Video geholfen. Sag mir einfach mal deine Meinung, was du von diesen Testberichten, diesen Ausrüstungsvideos hältst. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Fahrradfahren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann.